Hallo, Mike? Es ist eine Katastrophe. Es ist einfach schrecklich. Was soll ich tun? Oh nein. Bitte komm hier zurück. Okay, und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir wurden in der letzten Folge angerufen von Professor Lind. Der hat irgendwie ein Problem gerade. Irgendwas Schreckliches ist passiert. Wir sollten mal zurückgehen. Wir könnten aber diesmal den anderen Weg gehen. Bei der letzten Folge sind wir den rechts gegangen. Jetzt gehen wir mal diesmal links den Weg. Oh, es kommen keine Pokémon bisher. Ah doch, beim letzten Grasbüschel kommt nochmal ein Pokémon. Alles klar. Und ich will jetzt darauf achten, dass ich größtenteils tags aufnehme, hin und wieder mal nachts. Aber ich denke, das Spiel sieht Tag am besten aus. Und vor allem auch fürs Display, denke ich, ist Tag in diesem Spiel am besten. Leider wird es halt schon um 18 Uhr Nacht. Und so spät nehme ich, ich nehme eigentlich normalerweise immer nach 18 Uhr auf. Jetzt natürlich gerade nicht. Jetzt fürs Let's Play kann ich das nicht, aber hin und wieder werde ich mal nach 18 Uhr aufnehmen. Aber ich denke, das ist ja auch nicht schlimm, hin und wieder mal ein bisschen nachzusehen im Spiel. Auch wenn ich versuche, es ein bisschen am Tag zu halten. Ich denke, das ist okay. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Und während wir auf dem Weg sind, werden wir natürlich noch ein paar Encounter machen. Ich könnte ihn natürlich auch vorspulen, wenn ich will. Aber komm, ist jetzt noch ganz einfach. Und ich mache ja auch schon fast Two-Hit. Leider noch nicht ganz. Dafür braucht man, glaube ich, noch ein Level up, um ein Level 2 Taubsi hitten zu können. Aber soweit läuft eigentlich alles gut. So, und wir sind durchgekommen. Ach, ist das die neue Beere? Nee, ist nicht. Schade. Alles klar. Und hier sind wir zurück in Rosalia City. Ich habe mich gerade voll gewundert, weil ich sehe nur das hier. Und ich dachte mir so, hä, wo ist die Stadt denn? Auf einmal ist sie weg. Nee, nee, wenn man einmal einen Teil nach links und rechts geht, dann sieht man wieder alles. Aber dieses einzige Haus hier, das hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Auf einmal irgendwie alles kaputt. So, aber bevor wir zurückgehen, heile ich mich erstmal. Denn ich habe ein bisschen Schaden genommen. Und man weiß ja nie, ne? Ich habe jetzt keine Lust, extra noch einen Trank zu verwenden. Alles klar. So, dann beeilen wir uns mal wieder zurück zu Professor Lind zu kommen. Da ist ein Pokémon aus dem Labor. Welch eine Verschwendung für einen Schwächling wie dich. Hast du kapiert, wovon ich spreche? Auch ich habe ein gutes Pokémon. Ich zeige dir, was ich meine. Oh, Kampf gegen diesen einen Jungen, diesen einen Spanner. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen möchte kämpfen? Okay. Kanimani? Hat der etwa das Kanimani im Labor gestohlen? Ist das, worum es hier gerade geht? Na warte. Pass auf, jetzt krieg ich dich. Okay, setzt Kratzer ein, macht sogar noch Damage. Ich habe vergessen, welches davon Verteidigung Ding ist, ist auch egal. Eigentlich ist der Kampf nicht schwer. Yeah, yeah, yeah. Aber gerade krieg ich schon ziemlich aufs Maul dafür, dass er nur Level 5 ist. Und ich bin noch Level 7, Bro. Aber wir haben ihn! Gerade noch so. Boah, es war knapp. Level 8! Vielleicht noch Level 9? Komm schon. Oh, schade. Und da haben wir ihn besiegt. Bist du wenigstens froh über deinen Sieg? Ja. Mein Name ist Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ich werde der weltbeste Pokémon-Trainer sein. Okay. Wie du meinst. Wo ist denn jetzt hingerannt eigentlich? Wo ist der lang? Ist der Richtung Pokémon, Mr. Pokémon? Oder vielleicht haben die jetzt aufgehört zu kämpfen? In der letzten Folge haben die ja die zwei Trainer gegeneinander gekämpft, gerade gegen irgendwas anderes. Man weiß es nicht. Wir werden es bestimmt noch herausfinden. Ich denke mal, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir ihn sehen. Route 29, Rosalia City, Neuburg. Ja, das habe ich schon vorgelesen. Na, ist auch egal. Ist ja auch gekommen, egal ob ich es nochmal lese oder nicht. So, wir können ja alles skippen, wenn wir wollen. Und ich habe auch gerade keine Lust auf Kämpfe, deshalb.
Wir wissen, was los ist. Es ist eine Katastrophe. Ich kann mir keine Zeit verschwenden. Irgendwas ist ja Schlimmes passiert. Und das war tatsächlich der Junge. Hier ist nichts mehr. Nein, hier ist niemand mehr. Schnell. Was ist passiert, Leute? Ich hörte, dass hier ein Pokémon gestohlen wurde, worden sei. Ich habe von Professor Lind einige Informationen erhalten. Bei dem Dieb handelte es sich um einen jungen Mann mit langen roten Haaren. Wie? Du hast gegen einen solchen Trainer gekämpft? Hat er dir auch seinen Namen genannt? Ja. Und hier jetzt lustige kleine Geschichte. Viele haben den Typen früher Fragezeichen genannt, weil man kann ja hier Fragezeichen reintun. Also so haben die den genannt früher. Viele haben den so genannt, weil er hat ja auch gesagt, mein Name ist Fragezeichen. Das haben die im Remake geändert, dass dann einfach nur steht, du hast seinen Trainernamen rausgefunden, aber dann steht da nicht, was es ist. Man soll ja natürlich selber einen eigenen Namen für seinen Gegner aussuchen. Ich weiß schon, wie ich ihn nenne. Ich nenne ihn nämlich so, wie ich ihn immer nenne in den Spielen. Obwohl, ich könnte ihn auch ganz anders nennen. Nee. Ich werde ihn Patrick nennen. Muss man eigentlich gar nicht verstehen. Er heißt einfach Patrick bei mir und, das ist so weird, einfach so Namenvergebung, aber niemand versteht das. Ja, aber komm, Patrick ist ein ganz normaler Name und ich würde gerne, dass mein Rivale Patrick ist und ich werde das wohl nichts sagen. Ich hätte was Lustiges nehmen können, aber mir ist jetzt auf die Stelle nichts eingefallen und habe auch nicht nachgedacht, dass ich jetzt den noch benennen muss. Ist aber auch, denke ich, auch ganz egal. Die Wiffelt, sage ich einfach nur und ja. Okay, sein Name war also Patrick. Danke, dass du mir bei den Ermittlungen geholfen hast. Gerne doch. Mike, das ist schrecklich. Oh, und um was handelt es sich bei Mr. Pokémons großer Entdeckung? Es ist schrecklich. Oh, was war eigentlich jetzt los? Okay. Mike übergibt Professor Lind das Rätselei. Das hier? Aber ist das auch ein Pokémon-Ei? Falls ja, dann ist es in der Tat eine große Entdeckung. Wie? Professor Eich hat dir einen Pokédex gegeben? Mike, ist das wahr? Das ist ja unglaublich. Kein anderer ist wie er in der Lage, das wahre Potenzial eines Trainers zu erkennen. Wow, Mike. Es ist vielleicht deine Bestimmung, der Champ zu werden. Es sieht auch so aus, als könntest du hervorragend mit Pokémon umgehen. Du solltest die Herausforderung der Pokémon-Arenen annehmen. Die nächste Arena befindet sich in Viola City. Mike, der Weg zum Ruhm ist lang und beschwerlich. Bevor du losziehst, solltest du mit deiner Mama sprechen. Ach, jetzt kommt das erst, das mit deiner Mama sprechen tun. Ah. Okay. Also kommt das erst. Also erst jetzt muss man mit der reden. Was willst du denn jetzt wieder? Mike! Benutze diese auf deiner Pokédex-Reise. Danke. Um deinen Pokédex zu vervollständigen, musst du Pokémon fangen. Wirf Pokébälle nach wilden Pokémon, um sie zu fangen. Mike steckt Pokéball in die Pokétasche. Alles klar. Wollen wir unserer Mama jetzt Bescheid sagen? Muss man das eigentlich? Moment, muss man das? Ne, muss man nicht. Dann ruft sie einen später an. Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Was bist du denn für ein Kind? Na, ich verzeih's dir, aber mach das nicht nochmal. Irgendwie sowas sagt ihr dann dabei. In diesem Display möchte ich ihr Bescheid sagen. Hi, Mama. Das ist ein niedliches Pokémon. Wo hast du es denn her? Du beginnst also ein Abenteuer. Okay, auch ich werde dir helfen. Aber was kann ich für dich tun? Ich weiß, ich werde für dich sparen. Auf einer langen Reise ist Geld sehr wichtig. Soll ich dir Geld sparen? Nein. Sei auf der Hut. Pokémon sind deine Freunde. Ihr müsst als Team auftreten. Also mach's gut. Ich würde generell empfehlen, das nicht sparen zu lassen, weil wenn ihr das mal kriegt, kommt die Hälfte des ganzen Geldes, was ihr verdient, zu eurer Mutter. Und dann ruft ihr euch random irgendwann an und dann sagt sie, hey, ich habe einen Trank gekauft oder ein Äther gekauft oder sowas. Irgendwie random, irgendwelche Items. Poké-Popo kann auch mal sein. Und dann ist es in deiner Pokémon in Box. Musst es halt da rausholen und ich persönlich
Ich denke, das ist gut für Einsteiger für Pokémon, aber ich kann es eigentlich nicht empfehlen. Ich habe es auch früher mal gemacht, weil ich dumm war, aber jetzt mache ich es auf jeden Fall nicht mehr. Also ich kann es nicht empfehlen. Hm? Ich habe dich schon öfters gesehen. Wie viele Pokémon hast du bereits gefangen? Du willst, dass ich dir zeige, wie man Pokémon fängt? Eigentlich nein, aber ja, kannst du gerne machen. Alright, schau hin. Okay, ich guck hin. Ein Radfratz. Cooler Sprite. Okay, wir gehen in den Beutel. Und er wirft sofort den... Nein. Also eigentlich soll man das Pokémon erschwächen, bis es auf orangefarben ist. Am besten auch auf roten Farbe. Vielleicht auch einen Standeswert geben, wie paralysiert oder vergiftet oder sowas. Oder schlafen. Dann das eigentlich am besten. Und dann Ball werfen. Aber gut, bei den Anfangsmon kann ich verstehen, dass er das so schon wirft, weil das funktioniert meistens auch schon. Aber später im Spiel wird das dann überhaupt nicht so schwer sein, so einfach sein wie jetzt hier. So geht das. Wenn du sie zuerst schwächst, kannst du sie leichter fangen. Warte, sag das nochmal. Alles klar. Tatsächlich habe ich mir überlegt, hier ein Teammitglied aus den ersten paar Routen zu nehmen, aber... nein, unser erstes Teammitglied kommt dann erst nach der ersten Arena. Hab mich dann nämlich doch umentschieden, weil hier gibt es ja nur Vogelviecher und... Ja... Hier habe ich jetzt eigentlich keine Lust. Weil die meisten Pokémon in dieser Gen haben entweder den Typ Wasser oder Flug. Also es gibt ja sehr viele Wasser- und Flug-Pokémon oder Wasserflug auch. Zwei. Es gibt ja auch Pokémon mit zwei Typen gleichzeitig. Und... Von denen werden wir einen haben, ein Wasserflug-Pokémon, aber ich will jetzt nicht zu viel sagen. Und ja, hey, Visor. Ich mag Visor sehr, übrigens. Ist zwar, also die Weiterentwicklung wie Senior ist zwar ein bisschen overrated, aber ich mag es trotzdem sehr. Ich kann aber verstehen, wenn man es nicht mag. Wie gesagt, ist ein bisschen overrated. So, und Level. Kein Level 9? Ey, komm! Mach nicht diesen! Das war voll Level 9! Ach egal, komm, beschweren wir uns hier nicht. Ist ja ein Kampf entfernt von dem Level ab. Das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Und da sind wir wieder in Rosalia City. Aber hier wollen wir nicht bleiben. Wir wollen sofort weiterziehen. So. Wir werden heute 4 erreichen, merke ich gerade. Wir haben erst ein bisschen mehr als 10 Minuten, das ist krass. Jede Folge wird ungefähr 20 Minuten sein. Deshalb ist es schon interessant, dass wir so schnell durchkommen. Und jetzt sind vor allem auch die Kämpfe drin. Oh yeah. So. Das Taubsi wird erstmal getaubst. Das ist ein anderes Wort für... Genauso hört sich dann ein Taubsi an, wenn es getackelt wird mehrmals. Tut mir leid für diese Hintergrundstörgeräusche. So nenne ich die jetzt mal. Tut einfach so, als wären die nicht da. Das mache ich zumindest gerade. Weil wenn man sich die ganze Zeit eine Folge darüber aufregt, ist die Folge auch kacke. Dann will ja niemand zuschauen, der sich die ganze Zeit darüber aufregt, dass irgendwelche Störgeräusche im Hintergrund sind, oder? Was laber ich überhaupt? Egal, wir kommen langsam an die Level 10 ran. Übrigens, maximal Level ist Level 100. Oh, Volltreffer. Das gibt's auch manchmal. So 1 zu 10 Schocks ungefähr, dass man Volltreffer macht. Das ist dann ungefähr doppelt so stark wie ein normaler Tankgriff. Ich glaube, früher war es sogar noch doppelt so stark. Also mal 2 die Stärke. Ich glaube, in den späteren Generationen, ab dann 5 oder 6, war es dann nur noch 1,5 mal. Was ich besser finde, weil das ist ein bisschen OP. Volltreffer, wenn die mal 2 sind. Habt ihr gekämpft? Oh ja, hab gekämpft. Sind fertig. Ich habe verloren. Ich muss noch mehr Pokémon fangen. Warte, du siehst schwach aus. Lass uns kämpfen. Ich sehe schwach aus. Okay. Wollen wir doch mal sehen, Teenager Julian. Wer hier von uns schwach ist. Mit deinem lächerlichen Level 4 Radfratz. Da mache ich gerade. Wir machen Tackle und dann bist du. Platsch weg vom Fenster. Oh, Rutenschlag. Ach, Rutenschlag. Willst du mich denn mit deinem Schweif angreifen, ne? Ich tackle dich so lange, bis ich eine Feuerattacke lerne, ja? Die werden wir nämlich beide lernen. Ich glaube, auf Level 10 oder so. Dann
können wir alle verbrennen. Ja, keine Ahnung, warum wir, obwohl wir, wie man sehen kann, ganz viele Feuerattacken auf unserem Rücken haben, können wir immer noch keine Feuerattacke. Okay. Aber bald sind wir Level 10. So, und wo war ich jetzt schwach? Ich habe keine Pokémon mehr. Ja, das war auch ein einziges. Ich benötige mal Pokémon zum Kämpfen. Ich werde mir welche fangen. Wow, du bist ziemlich stark. Gib's mir deine Telefonnummer. Ich melde mich, wenn ich nochmals kämpfen möchte. Nein. Oh, okay. Melde dich, wenn du meine Nummer haben möchtest. Ich möchte deine Nummer nicht. Oh, und er will kämpfen. Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Dann musst du kämpfen. Ja, so funktioniert das hier. Wenn man die Trainer anschaut, dann gibt's Kämpfe von Burkhardt mit seinem Daubsi. Was ich immer noch zu pink finde für ein Taubsi. Aber okay. Und ihr seht ja schon, wie viel Damage wir auf einmal machen. Also wir können schon bald Level 2 Taubsi one-hitten. Machen wir zack, Klatscher weg. Und jetzt Level Up. Nein! Aber dann zweites Pokémon. Ein Rad. Ja, Taubsi und Radfratz. Das sind die typischen Gen 1 Pokémon. So, Route 1, Gen 1. Das ist so. Oder allgemein einfach Route 1. Das sind richtige Route 1 Pokémon. Jetzt wenn man auf die Bock hat, ne? Aber kann ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Aber gut, die letzten Entwicklungen von beiden sind schon nicht schlecht. Und dann sind wir Level 10. Komm schon, Glut oder sowas. Immer noch keine Attacke? Okay. Das ist seltsam. Ja, finde ich auch. Davor habe ich gewonnen. Ja, muss ja nichts heißen, mein Freund. Ein guter Trainer werden ist nicht einfach. Ich kämpfe gegen andere Trainer, um besser zu werden. Ja. Tipps für Trainer. Du solltest keine Pokémon stehlen. Pokébälle dürfen nur bei wilden Pokémon eingesetzt werden. Okay. Ja, was steht hier für Team Rocket? So schnell wie das Licht. Ich bin kein Trainer. Wenn du einem in die Augen siehst, dann bereite dich auf einen Kampf vor. Okay. Oh, das ist ein Käfersammler, soweit ich weiß. Und gegen den werden wir jetzt kämpfen. Hier rechts ist übrigens ein Zerschneiderbaum. Halt so als Abkürzung. Anstatt eines Käfer-Pokémon trafe ich auf einen Trainer. Tja, das kann mal passieren. So, auf einmal suchst du nach so einem kleinen Käfer. Auf einmal ist er riesengroß. Oh, das ist ein Mensch. Der Uli hat einen Raupi. Okay, interessanter Sprite. Finde ich ein bisschen zu klein eigentlich. Ich meine, Raupi ist eine Raupe. Eine große Raupe, aber so groß auch wieder nicht. Und deshalb macht das schon Sinn, aber keine Ahnung. So, dass es so klein gespritet wurde, sieht der Körper ein bisschen seltsam aus. Was hat er noch? Ein weiteres Raupi, alles klar. Ja, das wird dann natürlich ein Klacks gegen es zu gewinnen. Vor allem, weil wir so viel Damage machen. Die machen uns fast gar nichts, aber jetzt sind wir leider im orangenen Bereich, was nicht sehr gut ist. So, aber das ist auf jeden Fall besiegt. Ah, du bist zu stark. Mir sind während des Fangens die Pokébälle ausgegangen. Ich hätte mehr kaufen sollen. Tja, das kann mal passieren. Und ab hier beginnt eine neue Route, haben wir gesehen. Wenn man eine Route wechselt, achtet mal auf den Trainer, wie er ein bisschen laggt. Hier jetzt laggt er doch ein bisschen, laggt er noch. Hier ist ungefähr, da sieht man es ein bisschen, wie das Spiel kurz abhackt. So, hier wäre auch eine Abkürzung, können wir aber noch nicht machen. Zerdessen ein bisschen hier durch das Gras. Oh, Kukuna. Ist übrigens die Weiterentwicklung von, nicht von Raupi, von Hornio. Hornio ist so das Gegenstück zu Raupi. Und ja, da haben wir Kukuna. Und Raupi entwickelt sich dann zu Safcon, ist einfach Kukuna in grün. Und das Einzige, was sie können, sind Härten. Also die können nicht angreifen. Sind eigentlich nur dafür da, dass man am Anfang ein bisschen Erfahrungspunkte bekommt. Was gerade gut ist, weil ich jetzt gleich Level 11 werden könnte. Komm schon. Oh, schade, aber auch. Hallo. Dunkelhöhle. Wenn ein Pokémon für Licht sorgen könnte, würde ich sie erforschen. Ist das hier die Dunkelhöhle? Was ist denn hier? Gegengift. Ja, für ein Hornio ist das schon gut, Gegengift. Dunkelhöhle. Wollen wir mal reingehen? Ich gehe mal in die Höhle rein. Soll ja sehr dunkel sein. Ja, aber wir sehen, ob es dunkel ist. Oh. Hallo?
Schon ziemlich dunkel, ich weiß gar... Was? Oh Gott, hier sind meine Wände. Oh! Aber alles schwarz. Kleinstein! Oh Gott, es will mir in die Schnauze hauen. Ich wollte jetzt Phrase sagen, aber das ist ja nicht so ganz kinderfreundlich. Oh Gott, warte! Oh, oh, ich kann es gar nicht wirklich angreifen, weil das ist ein Gestein-Pokémon und... ich habe nur normale Attacken. Ja, komm, flieh lieber. Flieh! Ein kleiner Stein, der mich in die Fresse hauen will. Ah! So, das ist er weg. So, und ich glaube, wir sollten mal lieber heilen. Warte, ist das ja eigentlich eine neue Route? Ich weiß es gar nicht. Aber wir sollen auf jeden Fall heilen, weil es gibt noch Trainerkämpfe. Wir haben ja drei Tränke zum Glück. Das ist übrigens der Rucksack. Links sieht ihr ja, wo wir gerade sind im Rucksack. Wir haben hier einmal das Itemfach, den Ballfach. Oder das Ballfach. Basis-Item, aber hier haben wir noch gar keine. Und TMs und VMs. Was das sind, dazu kommen wir noch. Also wir haben vier Fächer. Spielen gibt es dann viel mehr, aber ist ja normal. So, ein Trank heilt bis zu 20 KP. Wir haben jetzt 90 KP geheilt, also hat sich schon gelohnt, das da einzusetzen. Und hier ist noch ein Obstbaum. Oh, die haben sogar kein Overworld-Sprite, wenn sie gepflückt sind oder nicht gepflückt sind. Ja gut, dann hätte ich die anderen wahrscheinlich auch machen können. Ist aber auch egal. Sind nicht so wichtig. Heute bin ich auf der Suche nach Pokémon zu viel gelaufen. Meine Füße schmerzen und ich bin müde. Wenn ich ein wildes Pokémon wäre, würde ich mich leicht fangen lassen. Okay. Was das jetzt heißen soll, das wissen wir nicht. Aber wie es in dem Spiel weitergeht, ob wir nach Viola City kommen, das sehen wir in der nächsten Folge, Leute. Haut rein, schönen Tag noch, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, lasst abonniert da und lasst einen Like da und macht alles. Yeah.